So, Freunde, wir begeben uns zur nächsten Hauptmission. Und zwar Tauchboot. Genau, damit wir das auch endlich erledigt haben. Davor hatten wir ja auch den Hafen ausgekundschaftet, also war Attentat und sowas, beziehungsweise nur Nebenmission. Schade eigentlich. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Das dürften wir eigentlich hinkriegen. Ich mich jetzt verfahren? Ja. Oh, ihr seid doch Penner, Mann. Und demnach sind wir jetzt auch mit Michael unterwegs. Denn anscheinend können wir jetzt nur mit ihm diese Mission machen. Aber auch mit Michael kriegen wir das ganz gut gebacken. Das dürfte kein Problem sein. Oh Mann, Alter! Bin gerade auf 180 irgendwie. Ja, lauf mir doch nicht vors Fahrzeug, Junge. Ja, fick dich selber, Mann. Ist so. So, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Sehe ich gerade, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, und ich freue mich dann auch, wenn diese Mission geschafft ist. Denn danach kommen dann die richtig coolen Missionen, schätze ich mal. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal schon. So, wir wollen das Tauchboot haben. Oh Mann, Alter! Schwuler LKW-Fahrer, Mann, Junge. Oh, Alter, was sind das hier für Homos? Die wollen alle anscheinend nicht, dass wir die Mission machen. Wie die mich hier anrempeln. Das geht ja mal gar nicht. So, jetzt kommen wir aber so halbwegs gut durch. Ja, dann fahre ich mal hier auf der Gegenspur. Ist ja egal. So. So, und wir sind auch bald da, hoffe ich. Nicht, dass der Wegpunkt dann noch kilometerweise lang geht. Aber hier vorne sieht es mir schon sehr nach Hafen aus. Von daher eigentlich null Problem. Aber wir dürfen trotzdem... Oh Mann, Alter! Dann bleib doch nicht mitten auf der Straße stehen, du Loser. So, wir müssen hier einmal um den heißen Brei herumschnitzeln. Aber auch das dürfte kein Problem sein. Hoho. Thank you, guy. So. Dann brettern wir da mal schnell hin. So, hier müssten wir gleich irgendwo parken. Steigen wir hier mal aus.
Wo soll das Tauchboot sein? Muss ich jetzt echt hier runter und meine Klamotten nass machen oder was? Ah, hier auf dem Boot ist wahrscheinlich. Wie soll ich da hochkommen? Oder kann ich hier irgendwo tauchen? Verstehe das gerade nicht. Nee, Karte nicht. Wir hatten aber auch eine SMS von Trevor bekommen. Mike, wir beide wissen, Fliegen ist nicht deine Stärke, aber für den Hafenjob wirst du fliegen müssen. Nimm mal ein paar Stunden in der Flugschule, damit du es nicht versaust. Oh, Lava, sag jetzt nicht, ich muss noch Flugstunden nehmen. Ah, Mann, 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 Mann. Ich schätze, ich muss hier aufs Boot hoch. So, gucken wir mal. Machen wir hier einen auf Titanic. Oh Mann, ey, laber jetzt nicht. Ja, jetzt taucht er zumindest. Und hier muss doch irgendwo das Tauchboot sein, sonst wäre hier ja nicht das Haar, oder nicht? Oh, tauch doch auf, Alter! Blöder Gammler, Mann. Typisch Schnösel im Anzug. Junge, Junge, Junge. Im Ernst, mach hin da. Flugschule. Ja, wo ist die? Soll hier eigentlich auch verzeichnet sein? Fahrgeschäft. Hier, Flugschule. Sehr schön, gut. Ruf ich jetzt ein Taxi an? Yeah, hey, I need a cab. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Okay, thanks for your help. Ach, hier. Oder wo ist der? Ach, da steht er.
Los Santos International Airport. Ja, dann mach hin, da. Can't get any closer than that. So. Ab zur Flugschule. Ich habe schon mal online gemacht, aber ich sag's euch, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Kopfüberflug, Messerflug. Boah. Muss ich jetzt echt alles machen? My name is Jackson, with a J, and I'll be your instructor. First things first, let's see if we can get you into the air without killing yourself or someone else. We're gonna start with a basic takeoff. Hold the throttle all the way down to pick up speed, and pull back on the stick to take off. You can retract your landing gear once you're a safe distance above the ground. Congratulations, pilot! You are now airborne. Now, navigate through those checkpoints marked on your radar, and we can move on to the next lesson. Dann nehmen wir mal ein paar Übungsstunden hier. That was a good start. Sehr schön. Well done. Ja, das war ja auch nicht schwer. Na, ist doch ein bisschen anders als online. Online gibt es schwierigere Aufgaben. Now I'm gonna have you attempt a safe landing on the runway. You won't have many chances to get this wrong, so please follow my instructions very closely. Na dann. Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engines. When you touch down, continue to apply the brakes carefully until you come to a complete stop. Try to land as close as you can to the checkpoint marked on the runway. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. Nein, durchgefallen. Where the hell do you think you're going? Verdammt. Eigentlich habe ich es in dem Sinne schon richtig gemacht, aber dann auch wieder verkehrt herum. Was ein bisschen schade ist. Gradually, so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engines. When you touch down, continue to apply the brakes carefully until you come to a complete stop. Try to land as close as you can to the checkpoint marked on the runway. Where the hell do you think you're going? Nein! Ey, Mann! Start reducing the plane's altitude gradually, so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engine. When you touch down, continue to apply the brakes carefully until you come to a complete stop. Where the hell do you think you're going? Und? Was? Ich hab das Gebiet nicht annähernd verlassen. Ey. Ich hasse sowas. Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air,
But be careful not to stall the engines. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area. Jawohl. Where the hell is Nein. Going? Oh Mann, Alter. Das wäre locker Gold gewesen. Das ist voll ärgerlich. Start reducing the plane's altitude gradually, so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engines. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. Come. Perfekt. Very well done. Zwar Silber, aber egal. Immerhin Silber. Ach du Scheiße, Kopfüberflug auch noch, ey. Oh Mann. In this lesson, you're going to be performing a couple of different stunts. We'll start you out with a few barrel rolls. And if that goes well, you can take a crack at flying upside down. Alright, pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Good. Okay, let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay, perform a barrel roll. Stones of steel! I like it! Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. Was jetzt? I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform 3 barrel rolls in a row. Very nice! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. So, das klappt ja ganz gut, ey. Do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, roll the plane upside down. Jetzt? Rückenflug. Hold the plane upside down for several seconds. Nein! Verdammte Scheiße. Ja, was ist mit Rückenflug gemeint, Mann? Kann ich hell sehen? Verflucht. Alles von vorne. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Good. Okay. Let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay, perform a barrel roll. Stones of steel! I like it! Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform 3 barrel rolls in a row. Very nice! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds.
So, komm schon. Es muss doch klappen. So, das... Yeah! Lucky for you, you have an excellent teacher. Perfekt. Das wäre auch geschafft. Messerflug. Ja gut, das machen wir noch. Er hat ja gesagt, nur ein paar Flugstunden. This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in. Ja gut. Dann wollen wir mal. Take off and head for the checkpoint marked at the runway. Then I'll talk you through it. A knife is one of the harder moves. You'll have to keep your wings steady and use your rudders to maintain altitude. When I give you the signal, I want you to try to hold a knife edge with your plane. Okay, perform a knife edge. Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Jawollo. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. Du das auch auf anderen Seiten schaffst. Pull your plane over to the opposite side and hold the position. Okay, perform a knife edge on the other side. Na gut, dafür muss ich höher fliegen, dann schaffe ich's auch. Jawollo! Level out the plane. Das sah gut aus. Well, you're definitely making yes, zwar nur Bronze, aber immerhin. Yeah, richtig geil. Tiefflug. Ach du Kacke. Das kann was werden, das kann nicht was werden, Leute. I want you to use everything you've learned so far to navigate this course as fast as you can. Watch your altitude though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane. Komm schon. You're looking good. Nein. Ich hab's verkackt. Fuck, Mann. Ich war gerade so gut dabei. I want you to use everything you've learned so far to navigate this course as fast as you can. Watch your altitude, though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane.
Gut, ich brauche eigentlich gar nicht mit dem Steuerknüppel lenken. Es reicht, wenn ich das mit L1 mache und R1. Dann klappt das auch ganz gut mit. Und sieht bisher auch ganz gut aus. Also wenn ich hier Gold kriege, dann freue ich mich einen Hahn. Auf jeden Fall freue ich mich einen Hahn, ey. You got this. You're looking good. Nicely done. You've got to follow the route, buddy. Den habe ich verpeilt. So, komm. You're looking great out there. Müsste doch eigentlich gleich geschafft sein. Jawohl. Da vorne ist die Zielflagge. Yes. Aufsetzen. Aufsetzen, Loopings, Helikos, Heli-Zeitrennen, Fallschirmsprung, Absprungzone. Verdienen dir deine Sporen. Ja, ich denke, wenn wir es wirklich beenden, ja. Ich denke, das reicht jetzt auch an Flugstunden, die ich hatte. Wenn ich Pech habe, Alter, hoffentlich muss ich da nicht alles neu machen. So, gut. Rufe ich jetzt mal ein Taxi an. Der mich dahin bringt. Gucken wir mal. Hi, I'd like to order a cab, please. Sorry, all the drivers are busy right now. Please call back later. Wie bitte? Ey, wollen die mich verarschen? Rufe sie später an. Na gut, jetzt ist später. Can I get a cab? Of course. Driver should be with you soon. Thanks. Ja, geht doch. Jetzt kriege ich auch endlich ein Taxi. Hoffe ich doch mal. Wo bleibt denn das Taxi, ey? Mann. Man sagt rasch und das dauert eine halbe Ewigkeit hier. Oder kommt jetzt keins? Ey Leute, macht keinen Scheiß hier, ey. Dann rufe ich da nochmal an. Ich mache da jetzt Stress.
Yeah, hey, I need a cab. I'm really sorry. I don't have any free cars right now. Will der mich verarschen oder was? Junge, komm. Can you get a cab here as soon as possible? Unfortunately, we got no cabs available at the moment. Can you try again later? Oh, Alter. Lutsch mir sonst irgendwas. Whatever. Stop, or I deport you. Ich hatte jetzt endlich ein Taxi für mich. Sorry, all the drivers are busy right now. Please call back later. Please, stop what you're doing. Two, sir. Take him down. Hä? Verhaftet? Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Hä? Was ist jetzt los? Ich hab da nur telefoniert, Mann. Oder was wegen meinem Spruch, leck mir sonst irgendwas. Oh, jetzt wurde ich verhaftet, krieg ich jetzt endlich mein Taxi. Hello. Yeah, can you send out a cab to me? On its way, sir. Thanks for calling. Appreciate it. So, kriege ich jetzt mein Taxi? Juhu, hoffentlich. Also ich habe zumindest so verstanden, dass jetzt ein Wagen unterwegs ist zu mir. Ja. Meine Taxe ist da. Meine Taxe ist da. Meine Taxe ist da. Alright, let's hit the. Haha. Wer hätte das gedacht? Alright, brother, here we are. So, vielleicht muss ich auch zu Trevor wieder wechseln. Ja, mit Sicherheit. Oh, ich bin auch so verballert. Deswegen sind die Missionen auch in Golden angezeichnet, weil die Mission nur Trevor machen kann. Ja, na sicher. Hier haben wir es doch. Klau das Tauchboot bei HS. Ja gut, das machen wir dann in der nächsten Mission. Jetzt hatten wir erstmal ein paar Flugstunden mit Michael, das war auch sehr amüsant.